Insights. Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo von uns und willkommen bei unserer Insights Inside Podcast. Und das Thema des heutigen Tages ist die Schildkröte und der Fuchs. Eine Metapher aus dem Buddhismus. Und zwar habe ich von dieser Geschichte oder dieses Metapher erfahren vor kurzem. Ich bin ein bisschen eine Netflix-Junkie und habe dort einen Dokumentarfilm über das Gehirn gesehen. Und dort haben sie einen Mönch geinterviewt, der über dieses Bild gesprochen hat. Und ich finde es so schön, weil es erklärt, wie unsere Gedanken auftauchen und wie wir von ihnen sicher sind. Und zwar, die Schildkröte geht herum, läuft in der Gegend auf einem Terrain und guckt unbeschwert um sich. Und diese Schildkröte fühlt sich einfach frei und glücklich. Plötzlich aus dem Augenwinkel sieht die Schildkröte einen Fuchs in der Weite. Und dieser Fuchs kommt relativ schnell auf die Schildkröte zu. Und die Schildkröte macht das, was eine Schildkröte macht, nämlich instinktiv sieht sie ihren Kopf ein, ihren Schwanz und alle Füße und geht in ihren Schildkrötenpanzer. Und der Fuchs stürmt auf die Schildkröte und springt auf die Schildkröte drauf. Nur leider gibt es für den Fuchs keine Wirkung. Die Schildkröte ist sicher in diesem Panzer. Und der Fuchs beginnt zu beißen und zu kratzen auf der Oberfläche von der Schildkröte ohne Wirkung. Und die Schildkröte, und stell dir vor, du siehst quasi dieses schwarze Feld, wo die Schildkröte im Innen ist und die Augen, die dann rausschauen in die Welt hinaus und beobachtet den Fuchs und ist auch aufgeregt über diese ganze Aktion. Also der Fuchs bringt mit sich ein Erlebnis, was die Schildkröte aufregt. Aber die Schildkröte ist absolut sicher im Panzer und kann einfach in der Wahrnehmung bleiben und alles mitbekommen. Und es können Seenfüchse kommen. Die Schildkröte bleibt sicher. Und so ist es mit unseren Gedanken. Und das lasse ich die Silvia erklären, was es auf sich hat. Danke vielmals. Ich habe diese Serie auch gesehen, aber offensichtlich noch nicht ganz, weil ich bin zu dieser Geschichte noch nicht gekommen. Aber du hast sie mir erzählt und ich finde sie ganz wunderbar. Und ich finde sie deshalb so wunderbar, weil wir ja sehr, also die Unterscheidung möchte ich gern dann machen, was ist denn der Fuchs? Denn zumeist glauben wir ja, dass der Fuchs irgendwas da draußen ist. Also es ist jetzt ein Kunde oder der Chef oder die Kinder oder der Nachbar oder was auch immer. Und aufgrund dessen haben wir dann irgendwelche Erlebnisse, nämlich was die Schildkröte auch hat, die Erlebnisse, die sie hat, wenn der Fuchs kommt. Aber was hier da so gut rauskommt, ist, dass der Fuchs ist nicht das da draußen, sondern der Fuchs sind unsere eigenen Gedanken. Der Fuchs ist das, was wir, ich glaube, die Zahl ist fast 60.000 Füchse, die tagtäglich durch unseren Kopf laufen. Mhm. Und ein paar Füchse scheinen für uns sehr, sehr gefährlich und ein paar Füchse können wir einfach vorbeilaufen lassen. Und das zu erkennen, dass diese Füchse uns eigentlich, und ich sage das jetzt auch ganz bewusst, eigentlich nichts anhaben können. Denn wann ist denn der Fuchs gefährlich für die Schildkröte? Nämlich dann, wenn die Schildkröte auf den Fuchs zuläuft und nicht ihre Beine einzieht und ihren Kopf einzieht und der Fuchs tatsächlich auf die Schildkröte sie angreifen kann. Und bei uns passiert das dann, wenn wir den Gedanken, die durch unseren Kopf schwirren, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, wenn wir
wenn wir glauben, dass der wahnsinnig wichtig ist oder dass uns der irgendetwas ganz Bestimmtes, Wichtiges sagen möchte oder er uns warnen möchte, dann ist dann wieder so der Scheinwerfer oder der Kopf der Schildkröte, der geht dann in Richtung Flugs, der schaut, wir schauen dann zu den Gedanken ganz, ganz intensiv hin und beschäftigen uns natürlich sehr viel mit diesen Gedanken und dann wird dieser Gedanke ein bis zu einem Monster. Also ein Problem. Ja. Genau, ein Problem, ein Monster. Und natürlich, und das hast du auch sehr, sehr gut gesagt, die Schildkröte nimmt das wahr und die wird vielleicht Herzklopfen haben, weil der Fuchs da neben ihr steht. Und genauso geht es uns auch. Also wenn wir so einen schweren Gedanken oder einen Angstgedanken haben, dann fühlen wir das natürlich auch. Also dann haben wir schon mal Herzklopfen oder der Magen zieht sich ein wenig zusammen. Also wir kriegen das natürlich komplett mit. Wir haben das in unserer Wahrnehmung. Aber wenn wir den einfach auch weiterziehen lassen, einfach nur als Gedanken erkennen, ah, der macht mir jetzt gerade Angst, ah, der verunsichert mich jetzt, dann geht der auch wieder weg. Ja. Weil das einfach auch bei uns so eingebaut ist, so wie diese 60.000 Gedanken, die einfach vorbeischwimmen. Wenn wir 60.000 Gedanken bewusst wahrnehmen würden, hätten wir echt viel zu tun. Und genauso gehen auch diese scheinbar wichtigen Gedanken, ziehen sie auch vorbei, wenn wir sie vorbeiziehen lassen. Mhm. Ja, dazu würde ich ganz gerne ein paar konkrete Beispiele geben, Silvia, um das noch veranschaulicher zu machen für die Leute. Mhm. Und zwar ein Fuchs, den ich über Jahre lang hatte in meiner Selbstständigkeit, der mich als Schildkröte besucht hat, und zwar regelmäßig um 7 Uhr morgen. Ich bin jemand, ich stehe um 7 Uhr auf, um 10 Uhr fertig zu werden. Ich brauche ein bisschen länger im Anlauf. Und immer wenn mein Wecker geklingelt hat, über viele, viele Jahre, kam der Fuchs und der hat folgende Gedanke. Der hat mir gesagt, Shelia, was machst du denn überhaupt als Online-Unternehmerin? Warum hast du ein Business aufgebaut? Du bist sehr sensibel als Mensch. Du bist für diese Art von Business, von Selbstständigkeit gar nicht geschaffen. Das ist für dich alles so anstrengend. Und schau, es fängt schon wieder ein anstrengender Tag an, den du irgendwie mit deinem sensiblen Wesen meistern musst. Und bevor ich entdeckt habe, dass das nur ein Fuchs ist, der mir nicht wehtun kann, nicht anhaben kann, dass ich das nur wahrnehmen kann, ich habe mich in den ersten Minuten meines Tages, ich bin vielleicht da ein bisschen liegen geblieben und habe mich mit solchen weiteren Fragen beschäftigt, wie, oh Gott, vielleicht soll ich das gar nicht weitermachen, soll ich aufhören damit, kann ich mein Business umstellen, damit es alles leichter wird für mich. Und ich bin auf den Fuchs zurückgegangen, also ich habe mich mit ihm beschäftigt und Das tat weh. Ich hab Leid gespürt und ich hab Schwierigkeiten gehabt, in meinen Tag zu starten. Mhm. Bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, das ist nur ein Fuchs, der kann mir nichts anhaben. Ich kann nur beobachten, wie dieser Gedanke da ist. Jeden Tag um 7 Uhr, pünktlich wie die Sonne, die aufgeht. Und ich kann das fühlen für einen Augenblick, aber es heißt nichts über mich. Es ist nicht der Wahrheit. In Wahrheit bin ich eine resiliente, selbstsichere, starke Frau, die selbstverständlich ein Online-Business führen kann, weil sonst würde sie es ja nicht tun. Also das ist der Ausdruck, der gerade durch mich geht. Das ist so ein Beispiel aus meinem Leben. Hast du ein ähnliches Beispiel, Silvia? Ja, ich habe auch ein ähnliches. Wahrscheinlich habe ich auch hunderte solche Füchse, die sich Gott sei Dank auch schon langsam mehr und mehr in den Wald immer zurückziehen. Aber mir ist vorher, nämlich wie du das erzählt hast, dass du dann darüber nachdenkst, na, vielleicht sollte ich was anderes tun oder ja, vielleicht ist es wirklich nichts für mich. Und vielleicht ist ja eigentlich so, als wenn die Schildkröte noch andere Füchse dazu holen würde. Ja. Also dann ist plötzlich ein ganzer Rudel an Füchse da. Absolut. Und die Schildkröte kann natürlich auch keinen Schritt mehr machen und kann überhaupt nicht mehr raus, weil sie umkreist ist von Füchsen. Mhm. Und was für mich da ganz gut dazu passt, ist, ich habe ein Interview gehört von einem Freikletterer, der steile Wände, senkrechte Wände, ohne Sicherung hinaufklettert, also was ich schon einmal wirklich eigentlich unglaublich finde. Und der trainiert natürlich wahnsinnig viel.
klar. Aber er hat erzählt, sobald er zu der Wand geht und den ersten Schritt macht, dann lässt er seinen, jetzt muss ich auf die richtige Wortwahl aufpassen, lässt er seine Gedanken fließen. Er nimmt sie nicht mehr wahr. Er ist wie in Trance. Er ist in einem Flow. Wir kennen das beim Arbeiten, wenn wir einfach nur arbeiten und arbeiten und arbeiten und die Arbeit sich fast wie von alleine erledigt. So klettert er diese steile Wand hinauf. Und er sagt dann auch, würde er diesen Gedanken, einen Gedanken wahrnehmen, der natürlich kommt, also wir können ja Gedanken nicht stoppen, die natürlich weiterhin die Energie durch uns durchfließt, aber würde er bewusst draufschauen und würde er sie wahrnehmen und würde er irgendeinen dieser Gedanken greifen, er würde mit ziemlicher Sicherheit abstürzen. Mhm. Und wir kennen das, wenn wir arbeiten, da geht alles ganz reibungslos und plötzlich kommt ein Gedanke, der wichtig erscheint und wir sind draußen, also wir wie wenn wir da richtig rausgeschleudert werden aus diesem guten Gefühl des Arbeitens und des einfach, wo es einfach nur fließt, wo wir einfach mit der, was jetzt gerade zu tun ist, mit dem mitgehen und die Gedanken, die uns begleiten, die uns mit uns mitgehen, nicht achten. Es ist auch vielleicht ein bisschen so wie der Atem. Wir atmen die ganze Zeit, ohne dass wir es mitbekommen. Laufen wir schneller, dann atmen wir auch schneller, gehen wir sehr langsam und entspannt, dann atmen wir auch ruhig. Sobald wir den Fokus unserer Wahrnehmung auf den Atem legen, dann ist der irgendwie holprig. Also dann ist so, wir versuchen den zwar sehr regelmäßig und vielleicht langsamer zu arbeiten, aber schneller zu arbeiten, aber irgendwie ist der nicht so ruhig und gleichmäßig, wie wenn wir einfach keine Wahrnehmung oder nicht bewusst drauf schauen, wie denn unser Atem jetzt gerade ist. Ja. Ja, ich greife das auf, was du gerade gesagt hast über dieses Arbeiten im Flow, weil das ist natürlich ein Zustand, wo, sage ich mal, unser Verstand eine Weile einschläft. Es gibt uns Ruhe. Wir sind mit unserer Aufmerksamkeit einfach in der Entfaltung unseres Lebens. Wir sind einfach in dem Tun, was aus uns herauskommen möchte. Und da haben wir natürlich leichtes Spiel in den Momenten, weil der Verstand eine Zeit lang einschläft. Und doch, dieser Verstand wächst dann wieder auf manchmal. Und das ist wichtig auch zu erkennen, dass es gut möglich ist, auch wenn der Verstand sehr aktiv ist und tausend Füchse aus dem Wald hinauslaufen, dass wir trotzdem in der Lage sind, sicher zu bleiben, wahrzunehmen, was da am Laufen ist, unsere Gedanken uns bewusst zu werden und klar zu werden, dass die für uns keine Gefahr darstellen. Weil was ich ganz oft höre von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, und Sylvia, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gehabt, natürlich gibt es viele Dinge in der Welt, die uns helfen, die Füchse quasi zu stillen oder dass sie nicht aus dem Wald kommen. Das eine ist, in dem Flow-Zustand in der Arbeit zu sein. Das andere ist vielleicht meditieren und die Gedanken zu stillen oder überhaupt alles, was wir tun, um Ruhe zu finden, ob das vielleicht auch Gebet ist oder Achtsamkeit und all diese Dinge. Aber wenn wir uns gewahr sind, dass die Füchse uns gar nichts anhaben können und dass wir nicht permanent in Meditation oder in Flow-Zustand sein können, dann können wir einfach trotzdem dieses Atem, das du beschreibst, dieses Gedanken gehören zu uns, genauso wie Atem zu uns gehört, Gedanken gehören zu uns, genauso wie unser Blut durch unsere Gefäße fließt, genauso wie unser Herz klopft, genauso wie wir essen, wenn es wieder rauskommt. Das ist alles ein Teil von unserem natürlichen Zustand hier auf diesem Planeten. Und das einfach kommen und gehen zu lassen, diese Füchse kommen und gehen zu lassen, wie wir diese Atem haben, dann glaube ich, ist das sehr wichtig. Und in diesem Podcast geht es darum, es gibt nichts zu tun, sondern etwas zu sehen und nur in diese Richtung zu schauen.
du musst auch nicht diese Füchse stillen, wegkriegen oder sonstiges. Es geht nur darum zu sehen, sie sind dort manchmal in Überfluss und sie können uns nichts anhaben. Es gibt da was zu sehen. Das ist ein sehr guter Punkt, den möchte ich jetzt auch noch aufgreifen und abschließen. Wir haben sehr viel gelernt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, dass wir, da geht es sehr gut in Richtung gute Gedanken oder positive Gedanken, damit wir resilient zum Beispiel sind oder damit wir eben diese Widerstandskraft haben, damit wir gut mit den Hürden und Hindernissen im Leben umgehen können, sehr, sehr stark zu schauen oder eben beim Meditieren einen ruhigen Verstand zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir erkennen, dass der Verstand nichts mit unserem Wohlbefinden hat, zu tun hat, nichts mit unserer Resilienz zu tun hat, dass wir eben so wie die Schildkröte da drinnen, so ein Teil von uns einfach der gepanzerte Teil in uns ist, wobei der gepanzerte Teil nicht bedeutet, ich muss mich jetzt von allem schützen, sondern das ist einfach ein Naturteil in uns, der dem es immer gut geht, der immer auch weiß, was er zu tun hat, so wie die Schildkröte jetzt einfach, jetzt sollte ich meine Beine einziehen, weil das ist sicherer für mich. Aber dem Panzer kann nichts passieren. Und da hinzuschauen, dass auch wenn Gedanken, unsichere Gedanken kommen, auch wenn Gedanken da sind, die ängstigen, einfach nur hinzuschauen und sagen, okay, ja, jetzt ist dieser Gedanke da und ich kann trotzdem meine Arbeit tun. Ich kann trotzdem das tun, was ich gerade tun möchte und muss nicht stoppen, nur weil dieser Gedanke jetzt gerade da ist, weil er mich ja nichts anhaben kann. Und wir brauchen nicht meditieren. Es ist fein, wenn es jemand machen möchte, ganz toll. Aber es ist nicht notwendig, um diese innere Resilienz und innere Ruhe immer aufrecht zu erhalten, weil diese Gedanken eher die oberen Wellen sind und die halt unruhig sind, aber tief drinnen ist eben ein Teil, der in Ordnung ist. Ganz gleich, welche Gedanken da oben in unserem Kopf herumschwirren. Und insofern ist es eher mehr zum Erkennen, es ist weniger was zu tun, als zu sehen, dass wir da drinnen diesen Kern haben, der in Ordnung ist und diese Gedanken, wie auch immer die sind, und die können manchmal echt dramatisch sein und die können manchmal uns wirklich viel Angst machen und uns sehr beunruhigen, aber die ziehen auch wieder weiter und dann können wir unser Ding tun, was immer wir gerne machen wollen. Absolut. Also in diesem Sinne schließen wir ab. Ja. Gucke einfach bei dir im täglichen, welche Füchse in deine Richtung kommen. Schaue hin zu deiner Fähigkeit, vollkommen geschützt zu sein und in der Wahrnehmung zu bleiben, alles zu fühlen und deinem Wohlempfinden zu behalten in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.